Ja, der Magierstecken kann auch weg. Das Elfenzeug nicht. Ach, das Bärenfell kann auch weg. Das ist nicht für nichts gut. So, bei Rolana kann auch einiges weg. Blutige Beile, jede Menge. Rostiges Haumesser, noch ein blutiges Beil. Das war's bei ihr, glaube ich, schon. Bei Vorgrim. Kann der Tellerhelm und die ganzen alten Streitkolben weg. Die Lederarmschienen behalten wir. Pike, Magier stecken, die können weg. Die Pike kann weg. Der Dolch kann weg. Den Backenhelm. Habe ich eigentlich einen Bronze? Nee, habe ich nicht verkauft. Okay, die Holzverlags, die Bärenfalle. So. Das heißt, Vorgrim kriegt jetzt mal, abgesehen von dem Tellerhelm, alles, was wir so noch an Nutzzeug haben. Gut. Der Tellerhelm ist nämlich unserer. Den geben wir nicht so leicht her. Parfüm können wir Gladys geben. Oh, Gladys hat ja auch noch Zeug zum Verkaufen. Ja, da war ein Satz Schuhe dabei. Also denke ich mal. Ich versuche mein Bestes. Wobei die Stiefel können wir auch erstmal aufheben. Aufgepasst. Ich mach das schon. Alles klar. Aber das kann alles noch verkauft werden. Also, Ring, 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 Ring. Und der Spitzhut und die grüne Magierhobe können auch weg. So. Molin ist zurück in Moorburg. Es wird sich erweisen, ob das Dorf in einer besseren Zukunft entgegenblickt. Ich soll Molin den Bohrentippen von Moorburg aufsuchen. Sie wollte sich für ihre Befreiung bedanken. Außerdem will ich mich auch davon überzeugen, dass es sicher durch das Moor nach Hause gekommen ist. Ja. Gut. Das heißt, wir gehen mal hoch zu Molinde. Ich hoffe, ich habe das jetzt die Quest nicht noch verbuggt. Weil ich zuerst mit Bredo geredet habe. Ach ja, hier komme ich nicht hoch. Schon gesehen. Morlinde ist wieder da. Und warum steht ihr dann noch immer hier? Ich dachte, ihr solltet nur so lange hier bleiben, bis sie wieder da ist. Schon gut, eine geruhsame Wacht wünsche ich euch noch. Bohren zum Gruße. Ja. Ich sorge mich etwas um die Nachfolge unseres Büttels. Wirklich bedauerlich, dass ihr nicht aus Moorburg stammt. Das würde ich euch beim Grafen für das Amt vorschlagen. Empfangt diesen Rabenschnabel als bescheidenes Zeichen der Anerkennung für meine Befreiung. Vergebt mir, dass ich euch erneut bändige. Bevor ihr Moorburg verlasst, könnt ihr mir noch einen weiteren Gefallen tun. Natürlich nur, wenn ihr einverstanden seid. Ich höre gern euer Anliegen. Um was geht es? Es geht um die Verheerung, die die Untoten in jüngster Zeit angerichtet haben. Dieser Nekromant hat viel böse Kraft freigesetzt und viele der Grabstätten sind nun davon berührt. Es bedürfte jemanden, der diese Orte mit Hilfe von geweihtem Wasser reinigt, dass die Toten ihre Ruhe wiederfinden mögen. Und wie genau geht eine solche Reinigung vonstatten? In vielen dieser Grabmäler gibt es Altarnischen. Diese müssen mit dem Weihwasser benetzt werden, um Bohrensegen zurückzuerhalten.
Bevor dies geschehen kann, werden sich jedoch die bösen Mächte in den dort Beerdigten manifestieren, um euch an der Reinigung zu hindern. Macht euch also auf weitere Kämpfe mit Untoten gefasst. Ich habe verstanden, erst die von Blutgleich besessenen Toten bezwingen und dann die Macht des Bösen über den Altar mit Hilfe von Bohren Segen brechen. Genauso ist es. Ich werde euch die Lage der Grüfte auf eurer Karte einzeichnen, damit ihr auch wirklich alle vom Bösen befreien könnt. Jetzt könnt ihr euch... Ihr könnt euch auf mich verlassen, geweihte Mulinde. Jetzt brauche ich nur noch das Weihwasser. Ihr nehmt gleich zwei Fee und am besten ihr brecht bald auf. Bohren mit euch. Worüber möchtet ihr sprechen? Ja. Ja, unten an der verlassenen Stelzenhütte wartet ein reisender Händler auf euch. Sein Name ist Bredo Bento. Bredo Bento? Das sagt mir nichts. Was kann dieser Mann von mir wollen? Er wurde als Bote damit betraut, euch ein Paket mit von euch benötigten Utensilien zu überbringen. Der Büttel hielt ihn für einen Untoten und wollte ihn zugleich als untote Bestie hinrichten. Da er diesem Schicksal nur mit knapper Not in Gräunen ist, traut er sich nicht mehr ins Dorf. Er bat mich, euch auszurichten, dass ihr ausnahmsweise so gut sein mögt und euch das Paket bei ihm abzuholen. Oh, dann weiß ich, worum es geht. Der arme Kerl, ich werde nachher nach ihm und dem Paket... nach ihm sehen und das Paket abholen. Worüber möchtet ihr sprechen? Ja. Da kann sie nochmal erklären. Ich habe die genaue Lage der Grüfte auf eurer Karte eingezeichnet. Ihr braucht euch keine Gedanken über diejenigen zu machen, die tief im Moor liegen. Allein die Grüfte auf den Landscheunen in der Nähe Moorburg sollten reichen. Kleinere Grabmäler und oberirdische Ruinen, wo sich kein Altar befindet, könnt ihr getrost außer Acht lassen. Um sie werde ich mich später selber kümmern. Also alle in Frage kommenden Grüfte sind auf der Karte verzeichnet. Ich habe verstanden. Worüber möchtet ihr sprechen? Ja, schauen wir mal, was sie hat. Sehr gerne. Ich habe bestimmt das Richtige für euch. Hier, wenn ihr wollt, kann ich euch natürlich auch das ein oder andere lehren. Ja, was könnt ihr mit dem beibringen? Nichts Besonderes, okay. Boron zum Gruße. Zeigt mir, was ihr anzubieten habt. Eimbeeren kaufen wir immer. Da kommt das Würselkraut auch. Quellwasser kann man auch nie genug haben. Ja, Reinigung der Grüfte. Reinigt die Grüfte im Moorbrück. Also erstmal Reinigung der Grüfte. Boron wünscht sich, dass die heilige Tonruhe geachtet und verteidigt wird. Tapfer sollen sich seine Geweihten der Erfahrung der Entehrung der Grüfte entgegenstellen, die allzu oft von bösen Mächten als Rückzugsort missbraucht werden. Mit Klinge und Weihwasser gilt es den Toten, ihre würdevolle Ruhe wiederzugeben. Reinigt die Grüfte um Moorbrück. Die geweihte Mulinde hat sich die Mühe gemacht, mir die Position all ihrer bekannten Grüfte in eine Landkarte einzuzeichnen. Sie hat mich beauftragt, die Altäre zu finden und mit Weihwasser zu reinigen. Doch zuvor soll ich die Untoten, die dort hausen, endgültig in Borons Reich schicken. Ich werde mein Bestes geben, um mir einen Erfolg vermelden zu können. Ja, eine Gruft im Moor. Diese Gruft wurde noch nicht gereinigt. Steht bei allem. Okay. So, und wenn ich auf die Karte gucke... Ist da eine? Da ist Aquarium. Okay, also alle Grüfte, in denen wir schon waren, plus die Gruft, wo wir noch nicht reingekommen sind, weil wahrscheinlich wir nur über den Boltern-Trick da reinkommen. Also reden wir jetzt erst einmal mit der Diebe im Gasthaus, deren Namen ich schon wieder vergessen habe, weil er viel zu... was klingt nochmal? Ach ja, Talia heißt sie einfach nur. Vielleicht können wir jetzt aus dem anderen Typen auch was über seine Schatzkarte rauskitzeln. Oh, und der Schmied ist auch schon wieder da. Tach. Torfspaten zu Schwertern, so soll es sein. Ich habe euch gar nicht bei der Hinrichtung gesehen. Spaten zu Schwertern, ist das euer Motto? Torfspaten zu Schwertern, da wenn es recht ist. Ansonsten liegt die Gold richtig, das ist mein Motto. Wenn ihr einen Spaten habt, werde ich euch zeigen, dass es nicht nur Worte sind. Tja, da ich keinen Spaten bei mir habe, soll mir euer Wort genügen. Tja, das ist natürlich Pech für euch. Meine Schwerter sind die besten, die ein Schmied hier aus Spaten gemacht hat. Wollt ihr Handel treiben? Wenn nicht, dann lasst mich meine Arbeit weitergehen. Ja, also zurück zu Bredo. Den Spaten zurückkaufen.
Ich hoffe mal, dass das dann noch geht. Ich bin mal neugierig, was er aus dem Spaten für ein Schwert macht. Top. Ich hoffe, die Schaufel ist damit gemeint. Ja, die sieben. Gucken wir mal, ob wir mit der Schaufel ein Schwert kriegen können. Spaten zu Schwertern, so soll es sein. Ich habe hier einen Spaten, den gebe ich euch gerne, wenn ihr mir ein Schwert draus macht. Kann ich mal sehen. Oh, tut mir leid, mindere Qualität, aber ich stehe zu meinem Wort. Gebt mir einen Spaten und bekommt dafür ein Schwert, welches aus einem guten Spaten, welches ich aus einem guten Spaten geschmiedet habe. Nein, nein, ich möchte niemanden übervorteilen. Behaltet euer Schwert. Schade, aber ich kann euch verstehen. Umgetauscht ist eben nicht dasselbe wie ungeschmiedet. Wollt ihr Heidel treiben? Wenn nicht, dann lasst mich bei der Arbeit weiter nachgehen. Ich habe euch gar nicht bei der Hinrichtung gesehen. Ich war im Mond, habe nach einem Baum mit passendem Holz für meine Arbeit gesucht. Mir wurde gesagt, die Hinrichtung wäre ins Wasser gefallen, weil sich jemand eingemischt haben soll. Das wart ihr, nicht wahr? Ich kann es nicht leugnen, ich war es. Gut gemacht, es reicht ja schon, wenn der Tod außerhalb vom Moorbrück lauert. Wollt ihr Handel treiben? Wenn nicht, dann lasst mich meiner Arbeit nachgehen. Wer seid ihr, wenn ich fragen darf? Ulfried Bleifinger, der Name. Umschmied und Holzer aus Berufung. Ich schlage nur die feinsten Hölzer der Umgebung, vorwiegend für den Bau von Spaten. Doch in jüngster Zeit ist die Frage nach Spaten nicht mehr so groß wie nach Schwertern. Daher sind meine Umschmiedekünste sehr gefragt. Wollt ihr Handel treiben? Ja, dann tausch mal. Ja, zeigt mir eure Waren. Er hat koscher Stahl. Er hat die Schaufel noch, die ich ihm gegeben habe. Er hat mir ein Breitschwert gemacht, das ich jetzt aber behalten werde erst einmal. Ulmenholz, Holzleim. Ich kaufe ihm mal den Holzleim, die Pfeilspitzen und die Bogenspitzen ab und auch die Gänsefedern. Zum Schleifstein sage ich auch nicht nein. Handwerks- und Schmiedematerial halt einfach. So. Das ist eigentlich genau dasselbe wie das von Hügelbold. Der Rabenschnabel ist jedoch eine Hiebwaffe. Die besser ist als Vorgrims Axt. Ja. Gut. Das heißt, jetzt in die Taverne rein, endlich mal. Sage mal, bin ich jetzt so doof, den Eingang zu finden? Ah. Das letzte Mal bin ich ja aus Versehen reingelaufen. Das sagt er. Und was haben die da gesagt? Einige Schweigeminuten für den Finsterknecht, der einst Büttel vom Moorbrück schimpfte. Ohne Büttel steckt Moorbrück ziemlich in der Patsche.
Auch wenn mit Scheffler ein Verräter gestorben ist, kann das Dorf nicht ohne Büttel bleiben. Mhm. Was ist Molinde? Käme sie nicht für das Amt des Büttels in Frage? Nein, diesen Bohrengeweihten sind an weltlichen Dingen nur wenig interessiert. Außerdem hat sie in dieser verfluchten Gegend schon genug damit zu tun, über die Ruhe der Toten zu wachen. Okay.